Autobahnauffahrt der A24 bei Fehrbellin in Brandenburg. Eine von bundesweit hunderten Straßenblockaden in ganz Deutschland. Auftakt zur Aktionswoche der Landwirte. Die Stimmung bei den Organisatorinnen und Organisatoren wirkt etwas angespannt. Im Vorfeld war von rechter Vereinnahmung der Demos die Rede. Eine einzelne Deutschlandflagge sorgt hier für Aufregung. Aber wir sehen, wir sind mit drauf. Also so rumfüllen bitte, zu Ihrem Auto. Grün alternativ, ja, wa? Ja, grün alternativ. Das hatte ich mir bald befürchtet. Genau. So ist der Kreisbauer. Ja, ja. Ich bin wirklich weit weg von rechts. Ich bin in der Kirche drin und im Kirchenrat arbeite ich mit. Aber rechts war ich noch nie und werde ich auch nicht sein. Aber wenn ich das sehe, das ist hier nur Lobbyarbeit. Das hat hier mit Diesel nichts zu tun, das hat nur mit Lobby zu tun. Angemeldet wurde die Blockade vom Kreisbauernverband. Dieser will jegliche nationalistische Symbolik vermeiden. Mit Trittbrettfahrern muss man leider rechnen, aber wir können uns davon nur distanzieren und das aus vollem Herzen. Und die Proteste sind sehr, sehr aufgeheizt und es ist ganz, ganz viel Emotionalität da, weil das Problem ist halt sozusagen, wir werden sehr schnell als Bauern in eine rechte Ecke gedrängt. Eigentlich geht es den Bauern ja um Inhalte. Seit Wochen wehren sie sich gegen die Pläne der Bundesregierung, Subventionen in der Landwirtschaft zu streichen. Dabei bleiben sie hart, trotz des Einlenkens der Ampelkoalition bei der Kfz-Steuerbefreiung und der Steuerbegünstigung für Agrardiesel. Das sind ja keine Kompromisse, das sind ja nur praktisch nach hinten verlagert, die ganze Sache. Um 3 Jahre zum Beispiel bei der Mineralölbeihilfe. Und das kann nicht gewesen sein, das ist kein Kompromiss. Jetzt ist es fast am Überlaufen. Ich bin reiner Familienbetrieb. Wir arbeiten schon 80 Stunden die Woche in der Hauptarbeitszeit. Und ja, mehr geht nicht. Und Arbeitskräfte einstellen, die können nicht bezahlt werden. Der Mindestlohn steigt hoch. Was soll man machen? Auch andere Berufsgruppen aus der Umgebung unterstützen die Landwirte. Die Solidargemeinschaft von Handwerkern und Lkw-Fahrern drückt sich politisch weniger unverhohlen aus. In der DDR gab es keine Grünen. Warum nicht? Weil Bildung Pflicht war. Das sind doch alle dumme Sprüche, die da kommen. Das ist alles nur noch, ich weiß nicht, Frau Baerbock kriegt keinen vernünftigen Satz raus. Ich verstehe es nicht. Also entweder tritt die Ampel freiwillig zurück oder denke mal, das wird dann wahrscheinlich irgendwann so lange gehen, bis sie zurücktreten müssen aufgrund der Proteste, weil sich nichts mehr drehen wird. Wie weit sind Sie denn bereit zu gehen? Bis zum Ende. Heißt? Bis sich was ändert. Was das genau bedeutet, das sagt uns hier niemand offen vor der Kamera. Von Umsturzfantasien will man sich zumindest tunlichst fernhalten. Man wird es denn demokratisch, ich sag mal, wahrscheinlich in 2 Jahren erleben, ja, wie da sich der politische Wille in der gesamten Gesellschaft. Und vielleicht haben wir auch mit unseren Aktionen nochmal, regen wir zum Nachdenken an in der Bevölkerung. Aber das ist nicht unser Ziel, hier zeitnah was zu bewegen, sondern es wird sich denn gegebenenfalls in 2 Jahren entscheiden, wie sich die Gesellschaft, unsere gesamte deutsche Gesellschaft dazu entscheidet. Ruhig und besonnen, diesen Eindruck soll der erste Aktionstag im Brandenburgischen vermitteln. Auch die meisten Autofahrer haben sich auf die Blockaden eingestellt, mit etwas Resignation. Ich habe 1,5 Stunden schon in Herzberg gestanden und jetzt ist die Frage, ob hier die Autobahn wieder aufgemacht wird oder ob sie nicht aufgemacht wird und wann sie aufgemacht wird. Wissen Sie da irgendwas? Um 12 wahrscheinlich. Ja, okay, dann versuchen wir es mal anders. Okay. Schönen Tag noch. Jo. In den kommenden Tagen werden weitere Blockaden und Aktionen erwartet.